Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Jedi Survivor Star Wars. Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Folge haben wir Jedi noch ein bisschen erkundet. Wir haben am Ende des letzten Parts haben wir ein neues Missionsziel bekommen. Wir sollen jetzt zum Tempel gehen. Ne, wir müssen den Bruder Amias finden. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen uns mit diesem riesigen Ding kloppen, was wir im letzten Part gesehen haben. Dieses riesige Roboter-Spinnenviech, ne? Also ja, da wird bestimmt lustig. Da gucken wir erstmal, was hier noch so ist. Nicht gut. Dieser Ort wird nicht lange standhalten. Und jetzt können wir den ja. Wusch. So, ey. Das sieht aus. Jetzt kann ich da rein. So. Wir brauchen immer noch zwei Lichtschwerter und Parierstangenschwert, ne? Weil ich Bock drauf hab, ne? Vielleicht beim nächsten Mal machen wir was anderes, aber erstmal laufen wir hier mit neu herum. Ach, da muss ich hin. Gott, warum springe ich hier? Zuflucht hat einige neue Verwalter. Diese Wachtruine könnte Ärger bedeuten. Ach, was? So. Brock. Okay, diese Felsen sehen irgendwie sehr verdächtig aus. Ja. Ja. Sind so viele Leute. Hallo, ich bin der Feind des Imperiums. Haben die mich nicht entdeckt? Haben die mich nicht entdeckt? Cool. Voll der Jedi-Assassine, ja. Wer hat gesehen? So, ich bin mir ziemlich sicher, die haben mich jetzt gesehen. Oh nein. Oh Gott, ich hätte lieber jetzt ein... Wir haben Trash Talken sind. Aber wie soll ich das machen? Gar nicht. Geh mal runter. Da haben wir so eine gute Idee war. Ja, passt. Oh Gott. Na ja, ich bin sowas von tot. Was soll ich jetzt hier machen? Ich reiche nicht. Ich bin ja voll in der Sackgasse gerade. Na, wo lande ich jetzt? Ah, jetzt so gut angefangen, ne? Mal grad, wo muss ich denn hin? Oh Gott. Jo, ich glaube, ich bin ja ein bisschen sicherer hier oben. Mann, was für eine bekackte Situation, ne? Ich komme da gar nicht durch. Warte, ich kann auch einfach darüber. Warte, ich kann auch die da machen. Ah, ich hab den falschen Knopf. Hey, Kumpel. Was? Warum nicht?
Ah, ich komme jetzt darüber. Boah. Mir egal, ob ich die ignoriere oder nicht. So, irgendwie bin ich aber immer noch nicht hier. Wir sind eine andere. War noch gerade einer. Aber da ist immer noch einer irgendwo. Aber der steckt da fest. Oh Gott. Ich nehme mal sehr stark an, rote Angriffe kann ich nicht abwehren, ne? Mein Gott, ey. Ups, so ein neuer. Das Imperium hat immer noch keine Ahnung, was vor seiner Nase ist. Aber irgendwann werden sie das Versteck finden. Wir müssen in Bewegung bleiben. Wie habe ich diese Situation geschafft? Das ist eine Abkürzung. Okay. Er hat so gut am Anfang angefangen, ne, wo ich mich hier so herangeschlichen habe bei den ganzen Leuten, ne? Dann ist alles dem Bach untergegangen. Okay. Ja, ich bin jetzt ein bisschen unsicher, wo ich gerade hin muss. Jetzt hat das Gefühl, hier war schon richtig. Nö, das ist wieder was Schönes. Aber kann ich diese Dinger mal irgendwann durchbrechen? Ah, guck mal hier. Hallo? Irgendwo hin. Hier, oder? Nein. Sieht irgendwie nicht so offiziell aus. Was muss ich machen? Da irgendwo. Oder? Hier? Nee. Kollege, wo muss ich hin, ey? Hier ist irgendwie was. Hier, yeah, boah. Ich habe nur Geräusch gehört. Eine Spur vom Versteck des Pfades. Was ist denn hier los? Oh Mann. Cool, danke. Ich glaube, von dem halte ich mich etwas fern erstmal. Also ich muss mich jetzt mit dem kloppen. Oh Mann. Ja, ich glaube, das muss ich sogar machen. Da brauche ich ein größeres Schwert.
komme ich doch nicht hoch, oder? Kollege. Das Imperium. Immer groß, immer mit ihren größeren Waffen, ne? Immer am Kompensieren. Perfekt. Das sollte unsere Operation vor imperialen Scannern schützen. So, soll ich echt hier so vorbeilaufen? Ich sehe mich doch voll. Ich weiß auch, dass ich hier oben bin. Gott, ich habe nicht mehr viele Dinger. Ja, einfach den Schild weghauen. Ich denke mal, das. Ja, das werde ich glaube ich brauchen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich in nächster Nähe sterben werde, weil ich nicht mehr so viel Stims habe. So, zwei Schwerter sind gegen die richtig effektiv. Oh, mach mal ein bisschen leiser Krach. Selbst er ist schon umgefallen hier, diese Statue so. Er fragt euch sicher, wie ich in diese Situation gekommen bin. Okay. Muss ich schlagen. Hier runter? Nein, mein Bart wird doch nass hier. So, blöde Frage, aber kann man nun endlich tauchen? Bin schon lange nicht mehr tauchen gewesen, glaube ich. Der Delfinschlag. Tut mir leid, Keller, aber sieht einfach nur putzig aus. Sie mit deinen. Deinen Füßen so am Flattern bis. Da plätschern, keine Ahnung. Ich habe mich in Fischbiologie nicht aus. Ich kann gar nicht mein Dings aufrufen, mein Kärtchen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade bin. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ich weiß nicht, warum ich mir im Genshin Impact irgendwie so erwartet habe, dass der irgendwie so einen Hechtsprung macht ins Wasser. Wenn irgendwie ins Wasser springt in Genshin, dann macht irgendwie so einen Eintauchsprung irgendwie. Schneller aufzusteigen. Hey. Meins. Da guck ich mal Ata an. Kaminiona. Langsam denke ich, wir sind hier richtig. Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Was glaubst du? Mein Fallout 4 Let's Play damals. Was denkst du? Was denkst du? Und nun? Ah.
Wieder zurück. Wir sind da angeblich ja richtig, ne? Soll ich vielleicht da hochklettern? Oder? So, endlich mal so ein Ding, das voll einfach zu erledigen ist. So. Das ist auch noch so ein Ding. Oh, hey. Sieh dir das an, BD. Hätte ich beinahe übersehen. Na, guck mal hier. Na, da muss ich, glaube ich, da einpacken, ne? Na, warte mal, eine Idee. Aber da war schon richtig. Ne, das hat er irgendwie da versperrt, ne? Ja. Verdammt. Ja, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich weiß, in den Kommentaren dreht er schon durch. So. Ey, warte mal. Ja, das ist auch nicht richtig. Doch, warte. So, jetzt muss ich den ja machen, ne? Ich kann einfach nur loslassen, ne? Ja. Ist das so richtig? Ja, ne? Muss ich einfach nur dich daran ziehen. Da komme ich nicht ran. Rein da. Haha. Bro. Mal wie schlau der dann hier ist, ne? Okay, es wird wärmer. BD, hör auf, die Toten zu scannen. Hab ein bisschen Respekt. So, lass mich diesen Toten mal kurz berühren. Es gab bei der Evakuierung ein Gedränge. Ich dachte, das wäre ein Meditationspunkt. Schnell, alle zusammen, hier entlang. Alle drei zusammen. Kommt ihr mit uns? Oh, Story-Ding. Geht jetzt, es ist keine Zeit. Ich riegle den Weg hinter euch ab. Jetzt mal, wenn so ein Ding ist, hier ist irgendwie immer Story, ne? Möge die Macht mit euch allen sein. Immer. Eine edle Tat. Diese edle Tat hat mir noch nicht mein Level abgegeben. Ich glaube nicht, dass die so edel war. Oh Mann. Ganz ruhig. Zia Janda schickt mich. Meisterin Janda? Ihr nutzt die Macht, ihr seid Kalkestis. Entschuldigung angenommen. Das Imperium rückt an. Ja. Und darum muss das hier zur Meisterin Janda gelangen. Diese Kontaktcodes dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Oh Mann. Oh. Ich habe aber Hunger, okay. Er beschützt dich. Geh. Ich kann es nicht ewig halten. Geh schon. Du greifst nämlich um grüne Laserschranken zu spurten. Was? Ich konnte ihn nicht dran. Er starb, um den Pfad zu beschützen.
Sehr cool. Ja, ich glaube, nachdem wir ja fertig sind, haben wir eine Menge neue Sachen, die wir machen können. So, müssen wir fertig. Das ist bestimmt jetzt irgendwas, ne? Pass auf. Ja, das ist so eine Truhe. Oder? Okay. What? Was ist denn hier los? Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sein Tod einen Sinn hat. Ja. Oh Mann. Ja, ich glaube, wir. Das Ding hat uns bemerkt. Da setzt sie zurück. Das war knapp. Das haben wir damit gemeint. Oh Mann. Den Ding habe ich aber auch noch nie in Star Wars gesehen, glaube ich. Nämlich irgendwie an Jack und Dexter. Der finale Boss sah ein bisschen so aus, aber auch so ein riesiges Viech. Jack und Dexter 3, beziehungsweise Jack 3. Ich glaube, nicht treffen, ne? Mann. Wie also ich Crash Bandicoot gerade spielen. Vierten Teil, wo du irgendwie 4 Millionen Fähigkeiten hast. Hab ich gerade eine Schraube gemacht. Oh, in dem Ding? Ah! Ja, natürlich. Boah. Eine wunderschöne Schwalbe. Ja, ich dachte, wir wären Gegner. Ich wollte gerade voll angreifen. Also sind wir wieder hier. Mach mal das Ding auf. Noch einen Weg, aber die macht der denn da? Wir schaffen das. Was zum? Mit dem Volk ignoriert. Ist einfach an dem vorbeigelaufen. Ja, da war so ein Schild, genau. Oh, nee. Nicht die Gegner, jetzt sind wieder alle da. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Oh Mann. Nein, danke. Ja, wir sollen dadurch, naja, aber ich habe da so eine andere Dings gesehen. Was? Okay, da will ich noch nicht hin. Ich lass mal zu den anderen Dingen dahin gehen. Weil da war so ein Macht-Upgrade, glaube ich, oder so ein Upgrade an sich. Wir uns erstmal das hier, ne? Wie sich BD immer so daneben sitzt, so. Macht Essenz noch mehr Macht. Ich glaube, ich bin echt an dem Punkt angekommen, wo ich echt nicht noch mehr Macht brauche. Ich habe so viel Macht und keine Gesundheit. Warum kann ich nicht keine Macht und 3 Gesundheit haben? Und so viel Gesundheit. Was soll's? Toll. Danke nochmal für den Talisman. Du hast ihn dringender gebraucht als ich. Oh, danke. Ist irgendwie der stärkste Charakter in dem Spiel. Wer? Tun irgendwie weiter nicht. Gibt irgendwie keinen Grund, irgendwie, warum sie ihre wahre Macht einsetzen müssen. Ne? Nein. Alter, sind eine Menge Gegner. Da sind eine Menge Gegner. Lass
Wasser kann ihn nicht haben. Hat man den angefangen gesetzt. Boah. Gleichfalls, Geist. Genau, du sagtest du hier. Okay, aus dem Weg. Ha. Ich glaube, wir sind beide im Eimer. Wir sind alle im Eimer. Aber. Wow. Was ich auch machen könnte, ich könnte irgendwie. Nee, bringt nichts. Dann helft mir noch mal ein bisschen. Wieso ich habe Schwierigkeiten mit dem. Sie dürfen nie erfahren, dass der Pfad hier war. Gegner nähern sich. Sie wollen gegen uns antreten? Das ist bestimmt voll lustig, wenn man irgendwie auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad kämpft, ne? Und hier. Was sollen wir jetzt machen? Die Gegner ja einfach voll wegschnetzeln kannst, ne? Ich meine, ich schulde ja auch ja gerade wegschnetzeln, ne? Bin ich gerade überrascht. Wie ich die so einfach wegschnetzeln kann. Das ist bestimmt voll befriedigend. Kämpfen wir? Natürlich. Was hast du vor? Keine Zeit für Erklärungen. Vertraust du mir? Ja. War das fürs Glück? Nein. Für mich. Aber wir gehen zur dunklen Seite. Okay. Wow. Glaub es ruhig. Man muss ja langsam hören. Alter, wie soll man? Was für ein Zeug hast du mich da? Das fühlt mich echt, als würde ich Crash Bandicoot spielen. Das ist wie die letzte Level in Crash Bandicoot 4. So ein Ding willst du mich hier mit schön mit reinziehen. Ich habe seine Schwäche gefunden. Wir können schneiden. Sag mir nicht zu früh. Okay, das ist ein bisschen episch, ganz schön. Gerade. Oh ja. Pause. Ha, keine Zeit für Pause. So können wir nicht weitermachen. Ich habe eine Idee, aber ich brauche eine Chance. Komm ich, wo ich lande, wenn ich irgendwie sterbe. Den ganzen Zeug nochmal machen. Es gibt keinen Ausweg mehr. Dann kämpfen wir zur Kraft. Ah, kein Ding, ne? Jetzt oder nie. Gar nicht so schwierig. Was ihr habt. Okay.
Wieder rein in den Trip. Was geht, Mann? Ich glaube, ich übergebe mich gleich in meinen Bart. Hast du das gemacht? Es ist ein Ritual, das ich nach meiner Rückkehr nach Atomir entdeckt habe. Es ist anstrengend. Alles okay? Mir geht's gut. Komm schon. Du verrückte Olle. Send mich nie wieder auf so einen Trip. Meryn bleibt in der Wüste. Sind wir fertig mit dem Viech? Ach, wir müssen das noch erledigen. So, noch ein letzter Sprung, so im Sinne von noch so ein letzter Angriff. Anscheinend nicht. So ein letzter Sprung als in so noch so ein letzter Sprung, damit wir nach Hause können oder so, ne? Ich überlege, was ich hier noch lernen kann. So, nehmen wir das hier. So, als gleichmäßig hier zu lernen. Okay. Okay, da war schon wieder übertrieben episch. Kann man ja mal machen, ne? Wenn ich wieder auf... Was ist das denn jetzt schon wieder? Ah ja, da ist auch ein Schild, genau. Pfeifender Abhang. Ne, warte mal. So ist das nicht, ne? Also wenn wir schon hier sind, ne, Pfeifen abhangen, dann kann ich überhaupt zurück. Der hängt da an der Wand fest. So, war hier richtig, ja, ne? Ja. Wenn wir schon diese Fähigkeit haben, ne, dann nur ein bisschen erkunden, ne? Cool. Pfeifen abhangen. So, wir machen eine Pause von den ganzen Action, ne? Müssen wir wieder ein paar Sachen erkunden. Ich bin bereit. Wer weiß, was da drin ist, ne? Vielleicht noch was Schönes. Zählt nicht. K3, Wiedergutmacher. Griff. Okay. So, hey, 100% erkundet, cool. Obwohl ich 4 von 5 Sammelobjekten habe. Na, erkundet im Sinne von alle Dinger, ne? Ah, wird lustig. Hier nochmal alles zu durchforsten. Wie viele neue Sachen jetzt hier alle sind, ne? Guck mal hier, guck mal da. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Warum nicht, ne? Jemand, Story geht jetzt ja auch wieder weiter, ne? Ich habe den Action Part, den haben wir ja gerade hier so erledigt. Dann können wir auch jetzt hier ein bisschen chillen, ne? Da war eine coole Sequenz gerade, ne? Ich weiß gar nicht, was die hier so ein Drama gemacht haben. Das sah mir jetzt nicht so schwierig aus, was die da gemacht haben. Wir haben einfach nur so ein... Ja, warte mal, was? Ja, doch gerade hier. Doch, da wollte ich hin. Muss, glaube ich, sogar hin. Gucken wir mal. Ein bisschen. Kann ich doch bestimmt hier hoch, ne? Oh ja, ich weiß, was das ist. Das ist hier das eine, wo ich letztens versucht hatte, aber nicht hin konnte, ne? Weil ich das halt noch nicht kann. Aber jetzt kann ich. Jetzt bin ich der Mann, der kann. Guck mal da. Ich weiß noch, wie wir da nicht hin konnten. Boom, einfach leiten. Passt.
Okay, Meryn bleibt in der Wüste. Okay. Ich bin auch in der Wüste. Ja, wieder. Okay. Was war da überhaupt? Cool, ne? Ne, sogar besser. Irgendeine Art von Upgrade. Seht ihr, und deswegen macht man das ja alles so schnell wie möglich, ne? Weiß, was das ja schon wieder ist. Fähigkeitspunkt. Joi. Aber der sagt mir, ich muss jetzt nicht den ganzen Weg hier nochmal. Okay. Cool. Wir sagen, da können wir noch so ein bisschen ja, ne? Wenn wir schon können, ne? Hier ist noch irgendwas. Ja, da sind diese Droiden, ne? So, bestimmt noch einige andere Sachen. Was zum Beispiel hier? Lass mich mal zum Grab von Urma. Ich glaube jetzt nicht, dass ich hier noch was lernen kann, ne? Und jetzt glaube ich mal so auf zwei Dinger hier hochsparen, ne? Okay, cool. Mit diesem Ding können wir bestimmt jetzt alles erreichen, ne? Wir können jetzt durch Schilder brettern, wir können jetzt weiter durch die Gegend springen, ne? Ja, jetzt kann ich auch nicht diese einen Typen da durchgehen hier. Auf Kobo, da war ja so ein Schild. Bonk. Stimmt, ich kann beim Rennen irgendwie ablocken, ne? So, da ist irgendwas. Ne, da unten war was. Ist schon wieder weg. Blödes Viech. Na, ich glaube, die tun sich aber immer hier. Aber ich hätte voll die Zeit anhalten können, ne? Warte mal, versuchen wir nochmal. Warte mal, ist er gerade respawned wieder? Entschuldigung, ich habe gerade was gehört. Oh, ich muss. Na klar. Was haben wir denn hier für einen Horror, der mich erwartet? Oh, nee. Zwei. Cool. Ah, jetzt geht's wieder ab, ne? Was ist hier los? Oh, hallo. Müssen es diese Viecher unbedingt sein? Ich überlege gerade, wie ich. Nicht übel. Deine Entschlossenheit gefällt mir. Weil einfach da ist. Verblutet. Oh Gott, da kommt noch viel mehr. Ah. Komm mal mit dem weg. War ja klar, das nicht so einfach wird, ne? So, kommt jetzt noch. Weil das ist unbesiegbar. Überrascht.
Naja, ihr seid nicht die Letzten. Diese Typen kann ich nicht leiden. Ey. Ich verstehe auch manchmal nicht, wann ich pariere und wann nicht. Ne? Ich mal denke, ich habe pariert. Ne? Und dann greifen die noch weiter an. Aber das kostet Macht, dieser Angriff. Ist ja voll lahm. Ich habe das Gefühl, die Gegner tun mich die ganze Zeit parieren, ne? Dafür wirst du bezahlen. Nein. Zu spät. Oder kommt noch mehr? Hallo. Hi. Auf ihn. Was hat denn für ein Viech? Haben wir gegen ihn schon gekämpft? Noch ein Stimp. Nein, nein, bitte nicht. Ich lebe sogar noch. Bitte sag mir, das ist der letzte Viech. Hast du riesen Chewbacca im Hintern. Oh mein Gott. Sehr gut. Okay, das hat funktioniert. Noch ein Ding bekommen. Okay. So, jetzt frage ich mich, ob das eine Ding wieder respawned ist. So hätte ich wahrscheinlich. Oh, ist auch kacke. Ich muss schon wieder so einen Teleportpunkt finden. Bis ich mir halt wieder merke, ne? Das ist doch wieder viel zu weit, ne? Ich glaube, das tue ich so separat irgendwie aufnehmen. Nicht, dass ich hier hin wollte. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich gerade hin will. Hey. Wo bin ich gerade? Da wollte ich nicht hin, glaube ich. Glaube ich, da jetzt wieder hin. Eine gute Frage, ne? Was ist denn hier noch? Ist auch noch was, sehe ich gerade. Ach, das ist das hier schon wieder. Ah. Weiß nicht, wie man da hinkommt. Wo ist denn der Aufzug schon wieder? Oh, das ist ja Zeit. Haha, Wiedersehen. Mag sein, dass hier ein Jedi rumschleicht, aber wir haben Befehl, hier Wache zu schieben. Du befolgst deine Befehle. Das ist gut. Hoffentlich kommst du damit weit. Ich gehorche dem Imperium bedingungslos. Na ja, was geht? Ich hab gehört, ihr seid Pro-Imperium, finde ich nicht so toll. Ja.
Weil diese blöden Gockel jetzt zu finden, da wird ein bisschen nervig, habe ich so ein Gefühl. Hey. Ja, werde ich definitiv irgendwie so mal, weiß ich nicht. Separat irgendwann machen. Muss ich da hin? Ja, ne? Ne, da komme ich noch gar nicht hoch. Was war das denn? Abkürzung irgendwo? Irgendwo da ist eine Abkürzung anscheinend. Nein. Es ist ein sehr verwirrendes Layout hier. Und da kann man irgendwie dann da hoch. Okay. Ich muss meine Mitte finden. Ja, sparen wir noch. So, irgendwo hier war was. Hier ist noch was Grünes. Okay, von innen ist das irgendwie. Ne, von da kann man irgendwie rein. Aber da sind die Gegner alle, glaube ich, ne? Oh Mann. Okay, einfach rein. Hey, was geht? Mal kurz rein da. Und. Das ist bestimmt hier unten was drinnen, ne? Ne. Bist du denn hier angekommen? Nein, ihn hier. Mach deine Schuhe fertig. Alter. Alter. Er ist gar nicht da. Okay. Na, wo bin ich jetzt? Das war ein bisschen verwirrend. Ist da oben so eine dicke Truhe? Und ich bin nur eingebildet. Okay, ich glaube, diese Roboter, die spare ich mir bis zum Ende auf, ey. Weil die sind da richtig nervig zu erreichen. Noch so ein Ding. Ne, warte mal, jetzt bin ich doch. Bin schon wieder hier gelandet. Ist das der Machtriss, den ich gerade gemacht habe? Nee, ne. Ich muss ruhig. Sag mal. Warte mal hier. Das ist ein anderer. Oh Mann. Oh Gott, das sehe ich doch jetzt schon wieder nervig wird. Ja, cool. Doch, diese einen Viecher, ey. Ich hasse diese Viecher, Mann. Wieso sind diese Viecher die stärksten Dinger aller Zeiten? Warum machen die so viel Schaden? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Und diese, warum sind diese Viecher stärker als jeder Boss, den ich je bekämpft habe? Und ich habe sogar erhöhte Leben und so. Nein, 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 nein. Ich habe so eine Angst, wenn ich die jemals erstmal in Rot sehe, ne? Da, oh, nur noch der übrig. Oh mein Gott. Au.
Kann ich auch mein Schild wegnehmen? Nee. Oh Gott. Die sind ja eigentlich auch nicht so schwierig, ne? Aber... Oh mein Gott. Ich brauche Hilfe. Ja. Ja, natürlich kannst du noch einmal anmerken. Ja, hab schon gedacht, dass das nicht alles war. Oh Mann. Was haben wir denn hier? Gib dir Mühe, Jedi. Das habe ich schon mal gemacht. Wie sieht's? Komm her. Ich denke nicht. Verdammt. Oh, der hat meinen Schub abgebrochen. So nicht. Ja, was hat das hier so Rehmann-Matzen auf, ey? Oh mein Gott, ey. Stimmt, hierher. Ah, ist der ausgewichen. Abgewehrt. Oder die. So, wer kommt jetzt? Oh, der war gut. Oh, der war auch gut. Der war nicht gut. Der war gut. Er ist ein Kopfgeldjäger. Also der Boss, gegen den ich gekämpft habe letztens, ne? Ganz schön lange am Boden. Was ist das? Oh. So, ich dachte, ich würde den halt jetzt vorhin im Hintern rammen. Okay, sehr gut. Okay, das ging auch noch. Ganz ehrlich. Oh. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Boom. Noch ein Ding. Okay, cool. Ups. Wollte ich jetzt dadurch gestorben werden, ne? Cool. Wir werden immer so ein ganz klein bisschen einfacher, habe ich so ein Gefühl. So. Hier ist so ein Ding. Kann ich da einfach so rüber gehen? Ja, ne? Dann machen wir mit dem blöden Roboter ja noch, ne? Meditationspunkt. Ausgangspunkt Pantheon. Weil sonst vergesse ich die immer. Anscheinend scheinen ja auch die Dinger immer hier zu verschwinden, ne? Oh, nein. Oh, ich habe gar nicht den... Ich habe da so einen Kopf gehabt, ich habe den Blaster irgendwie ausgerüstet. Na, warte mal, muss ich da einfach nur mal hier rüber gehen, ne? Dann bin ich auch da, oder? Fast, schon wieder zu hoch, ne? Ne, was hatte ich gesagt? Verlassenes Pantheon oder irgendwie so, ne? Gab von Urma. War so mal, mal. Ich muss meine Mitte finden. So. Den blöden Roboter, den kriegen wir heute auch noch, ey. Ja, gelacht, Mann.
Anscheinend scheinen die Markierungen ja irgendwie zu verschwinden. Das heißt, selbst wenn ich mir ihn markiere, ne, der verschwindet irgendwann und dann stehe ich da. So, da ist noch eine Abkürzung, glaube ich, ne? Komme ich da so rüber? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Ne. Ich war annähernd. So weit kann ich doch noch nicht fliegen. So, ich muss den Weg mal kurz auswendig lernen. So, ich habe auch einen Plan, wie ich das mache. Perfekt. Wer da funktioniert nicht. Wäre falsch. Ich halte einfach die Zeit an, ne? So, du bist fähig. Mit dir schlage ich mich nicht rum, ey. Kannst du mal glauben. Nee. Er kann ja fliegen. Ach, das ist zum Hochklettern hier. War cool. Okay. Ich hatte sowieso genug Dinger. Ist mir egal. Nee, ist mir nicht egal. Mach ich fertig, ey, blöden Mistviecher. Donk. Wenn jetzt wagen, meine Erfahrungspunkte zu klauen, ey, gibt's halt einfach nicht. So, wer ist der Typ, der meine Dinger hat? Wer, ich hoffe, ich habe meine Dinger. Der, ja. Ich habe euch mal so viele Erfahrungspunkte. Lass mich auch. Danke. Tschüss. Ich hab Bock mehr. Part zu Ende. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal, was wir hier noch haben. Ah, nee, da war ich schon. Oh, jetzt bin ich traurig. Da, oh, schon wieder falsch. Okay, ich finde, ich habe mich ja genug ausgetobt. Außer ich finde vielleicht noch auf Anhieb irgendwas, ne, auf der Karte. Ah, da können wir abstellen, ne? Wenn irgendwas noch in der Nähe ist, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe nichts mehr Grünes hier. 82,5%, wow. So, was ist denn hier? Das Seil, das habe ich doch schon. Ich habe keine Abkürzung aktiviert oder was? Ja, ich glaube, wir haben ja alles, ne? Da, ja, ich meine das Gebiet, ne? Aber da muss ich noch gucken, wie ich das öffnen kann. Grab von Urma, ne? Lass mich mal kurz gucken. Habe ich irgendwas hier so? Wissen. Kann ich hier nach Dings ja sortieren so? Großen Jedi. Pilgerpfad. Vielleicht ist er da irgendwie so ein kleiner Tipp, so, ne? Aber anscheinend nicht. Pilgerzuflucht. Ne. Nicht, dass ich jetzt auf Anhieb was finde. So, dann gehen wir noch kurz hier unsere Fähigkeitspunkte aus, ne? Warum nicht, ne? Hat wir ja schönes noch kaufen können. Mein Wirbelschlag aus, wenn du Dreieck loslässt. Nee. 40 Munition. Jetzt mal, wenn du einen Gegner mit dem Lichtschwert triffst. Das ist schon wieder eine Fähigkeit, die sehr nützlich klingt, ne? Weil es so was so passiv ist, ist natürlich sehr gut. Das ist jetzt eigentlich nicht so. Also mehr Munition, ne?
per Schlag. Ich finde, das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Mehr wahrscheinlich schon aus, die ich Munition auffüllen, wenn sie treffen. Für einen Werbeschlag aus, wenn du drei Klos lässt. Präzises Freigeben, Aufteilen, jetzt reflektieren. Oh ja, das wollte ich, glaube ich, machen. Ne? Ich tue so für jede Waffe so ein paar coole passive Sachen freischalten, ne? Weil ich denke, könnte uns helfen. Okay. Aber wir sind für heute ja völlig. Habe ich mehr Boni? Nö, ne? Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann weiter hier auf Jeddah. Ich glaube, erkundungsmäßig habe ich hier schon eigentlich alles gefunden, was ich finden konnte, ne? Hier ist noch was. Oder. Ah, war ich jetzt da? Okay, cool. Werde ich ja sehen, ne? Oh, beim nächsten Mal. Gut, dann sage ich, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, sonst wird euch Karl Kestis hier voll ins Gesicht schießen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.